Der ATSV Saarbrücken hatte in diesem Endspiel einen guten Start. Besonders Georg Böhm. Sein Gegner, Ding Yi, der zweite Chinese. Von der Rangfolge her glaubte man, dass er ein bisschen schwächer sein würde. Dennoch hatte der Asiate den ersten Durchgang mit 21:10 gewonnen. Den zweiten allerdings gewann Georg Böhm mit 21:13. Böhm fand sich mit dem Penholder-Spieler gut zurecht, brachte immer wieder seine Endschläge ins Ziel. Auf ihn hatte der ATSV auch in diesem Finale gesetzt. Und klasse funkte alles sofort nach Hause. Dauerleitung per Telefon. Das allerdings war ihm gar nicht zurecht, denn 0:1